Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo, herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien.tv. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um den Euro oder besser gesagt um die Euro-Volatilität. Denn die explodiert in den letzten 3 Wochen so langsam vor sich hin, wobei langsam da schon eher untertrieben ist. Und woran das liegt und was wir da beachten müssen, darum geht es jetzt heute in diesem Video. So, also wenn ihr euch anschaut, die Volatilität des Euro, und dem einen oder anderen ist es schon aufgefallen, wir hatten es in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, hat es auch schon jemand geschrieben, ich habe auch nochmal ein Bild dazu reingesetzt. Also die Vola auf den Euro ist in den letzten 3 Wochen regelrecht explodiert. Ich zeige euch hier mal einen Chart, und zwar ist das der EVZ, ihr wisst, das ist quasi diese Volatilitätsberechnung analog des VIX, VIX auf den S&P, und hier dieser EVZ, der wird berechnet auf den FXE. Der FXE, das ist ein ETF, der den Euro darstellt. Und ihr seht hier die Volatilität, die ist innerhalb der letzten 3 Wochen über 100% angestiegen. Und das hat nicht nur was mit dem ETF zu tun, sondern wenn ihr euch mal hier das zweite Bild anschaut, das ist ein Ausschnitt aus Option View. Und in Option View können wir uns ja die Volatilitäten der Futures anzeigen lassen. Und auch da seht ihr hier, das ist ein Wochenchart, und auch da seht ihr, dass in den letzten Wochen eben die Vola auch für die Futures extrem angestiegen ist, ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt denn das? Und wenn man jetzt auf den Euro schaut und gucken wir uns mal den Euro hier gemeinsam an, dann könnte man ja sagen, aha, siehe an, der Euro ist zuletzt gefallen, und weil der gefallen ist, deswegen ist auch die Vola gestiegen. Und das würden wahrscheinlich die meisten auch denken, weil das ja im Grunde genommen das bekannte Bild auch aus den Optionen oder von der Volatilität bei Aktienoptionen ist. Ne? Da wisst ihr auch, Aktien fallen, Volatilität geht hoch, und deswegen muss hier beim Euro auch so sein. Stimmt aber nicht, denn guckt euch mal hier diesen Vergleich an. Wir haben hier mal einen Korrelationschart, das heißt, Korrelation bedeutet nichts anderes. Oben ist das eine, unten ist das andere, und man kann so die Verläufe so ein bisschen vergleichen. Und ihr habt jetzt oben den Euro, unten habt ihr die Volatilität, und da seht ihr, dass die Volatilität eben seit, wie gesagt, roundabout 3 Wochen ansteigt. Und wenn ihr euch aber den Euro anschaut, dann seht ihr, der ist am Anfang gestiegen und danach ist er erst gefallen. Und jetzt machen wir noch einen Chart dazu, also heute haben wir ganz viele Charts hier dabei, machen wir mal noch einen Chart dazu, und da seht ihr, dass der Euro seit diesem Volatilitätsanstieg im Grunde genommen sich vom Preis her gar nicht verändert hat. Also der ist 0,3% gefallen, am Anfang ein bisschen hoch, dann noch ein bisschen runter, letztendlich ist er quasi auf der Stelle gestiegen oder geblieben, trotzdem ist die Volatilität um über 100% nach oben gegangen. Woran liegt das also jetzt? Und wenn wir jetzt so ein ganz cooler YouTube-Kanal wären, dann hätte ich jetzt so eine Baskenmütze auf und würde hier so ein Baguette in die Kamera halten. Das liegt natürlich an der Wahl in Frankreich. Ne? Wir haben demnächst Wahlen. Ich habe es extra aufgeschrieben. Am 23. April ist der erste Wahlgang in Frankreich. Da wird also, da müssen dann oder können dann alle gehen und können dann wählen. Es gibt wohl insgesamt momentan 11 Kandidaten, die sich für das Amt des Präsidenten in Frankreich bewerben. Naja, und momentan scheint es eben ein Kopf-an-Kopf-Rennen zu geben. Ne? Ihr wisst, es gibt auf der einen Seite Marine Le Pen, das ist die Vertreterin der Front National. Und dann gibt es noch, und den Namen musste ich mir aufschreiben, Emmanuel Macron. Die Französisch sprechenden unter euch werden mir dann schon wieder sagen, dass ich es jetzt falsch gesagt habe. Aber das ist der Vertreter der, ich glaube, der momentanen Regierungspartei oder der Sozialisten, ich weiß es nicht genau. Und die liegen so ziemlich gleich. Also die haben wohl beide ungefähr ein Viertel der Stimmen auf sich vereint. Wie gesagt, bei 11 Kandidaten splittet sich das noch ein bisschen auf. Und wenn eben keiner die dafür notwendigen Stimmen an diesem 23. April erhält, dann ist ein paar Wochen später nochmal eine Wahl, nämlich am 7. Mai, da ist die Stichwahl dann, und dann wird sich entscheiden, wer demnächst also Frankreich regiert. Und was wir also hier sehen, ist, dass der Euro, der natürlich sehr stark
betroffen sein wird von dieser Entwicklung. Weil wir haben auf der einen Seite eine Partei, die sagt, wir wollen raus aus der Europäischen Union, wir wollen den Euro abschaffen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Partei, die sagt, jawohl, wir wollen im Euro bleiben, wir wollen in der Europäischen Union bleiben. Also das heißt, du hast zwei vollkommen unterschiedliche Lager. Und deswegen ist es ganz klar, je nachdem, wie das ausgeht, wird das Auswirkungen haben. Und jetzt wissen das natürlich die Börsianer auch. Und deswegen bereiten sie sich auf dieses Event vor, und zwar aus zwei unterschiedlichen Gründen. Auf der einen Seite hast du natürlich eine Menge Marktteilnehmer, die sich hedgen. Also die ganz einfach sagen, hey, ich habe irgendwelche Positionen im Euro, Importeure, Exporteure, ne? Jeder, der irgendwas mit der Währung an sich zu tun hat, der wird natürlich sagen, okay, ich muss mich hedgen. Entweder gegen steigende oder gegen fallende, je nachdem, in welcher Position er eben gerade ist. Das heißt, der wird Optionen, Absicherungsinstrumente nachfragen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die, ich nenne es jetzt mal Spekulanten, wobei das jetzt überhaupt nichts Negatives ist, die natürlich auf einen bestimmten Ausgang der Wahl wetten und sagen eben, die gewinnt oder der gewinnt und danach geht es mit dem Euro hoch oder danach geht es mit dem Euro runter, je nachdem, was jeder für eine Meinung da hat. Und das treibt natürlich auch von deren Seite die Nachfrage nach Optionen nach oben und deswegen steigt die Volatilität so an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Volatilität hier noch weiter ansteigt in den nächsten Wochen, weil wir haben das ja letztes Jahr gesehen beim Brexit. Auch da ist ja in den letzten Wochen das britische Pfund damals hat sich ja kaum noch bewegt. Ne? Das schwankt zwar so ein bisschen, aber die Spanne war eigentlich gar nicht so groß. Trotzdem stieg die Volatilität bis ein, zwei Tage vor dieser Brexit-Entscheidung oder vor dieser Brexit-Wahl ja sehr, sehr stark an. Und das scheint sich jetzt auch hier in Frankreich oder durch diese französische Wahl in Europa abzuspielen. Und deswegen, wer ja also jetzt Short-Positionen im Euro hat, hat auf der einen Seite natürlich die Situation, du hast eine sehr schöne hohe Vola. Auf der anderen Seite musst du davon ausgehen, dass die Vola unter Umständen auch noch weiter ansteigt, ne? Was also gar nicht so das optimale Umfeld ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen meine Erwartung auch. Also jetzt mal Blick in die Glaskugel. Wir werden gar nicht mehr so riesengroße Bewegungen haben im Euro, weil wer möchte sich denn jetzt noch, wie lange ist es denn jetzt noch? Das sind ja nur noch roundabout 14 Tage. Wer möchte sich denn noch innerhalb der letzten 14 Tage weit aus dem Fenster lehnen und möchte dann noch irgendwelche großen Dinge machen und sagen, okay, der Euro geht jetzt über 1,10 oder fällt jetzt unter einen Dollar oder also unter die Parität. Wer will sich da noch großartig positionieren? Deswegen wird er hin und her schwanken, aber sich eigentlich gar nicht mehr großartig verändern. Trotzdem wird die Vola ansteigen, denke ich mal. Ne? Wie gesagt, wir wissen es dann in ein paar Wochen, wissen wir es dann, ob ich recht hatte oder ob es eben nicht so war. Spielt aber auch jetzt für uns keine so große Rolle. Und was wir aber daraus lernen können, ist eben Folgendes. Wer bislang immer nur Aktienoptionen gehandelt hat, der hat immer gedacht, naja, Vola steigt nur an, wenn Aktien fallen. Ne? Was ja auch stimmt. Jedenfalls meistens. Was man aber eben auch sehen kann, ist, dass Volatilität in anderen Dingen, also in Währungen, in Zinsen, in Rohstoffen, da kann die Volatilität auch ansteigen, wenn das Underlying steigt oder wenn es fällt oder sogar, wenn es seitwärts geht, wenn einfach bestimmte Ereignisse bekannt sind und sich die Marktteilnehmer darauf vorbereiten. So, wir werden sehen, was da rauskommt. Wie gesagt, merkt euch den Termin, 23. April, erster Wahlgang, 7. Mai, dann die Stichwahl. Danach werden wir es also wissen und dann werden wir wissen, wie es auch mit dem Euro weitergeht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es danach eine Richtungsentscheidung gibt, die dann erstmal für mehrere Wochen auch Bestand hat. Naja, und je nachdem, wie das Ganze eben ausgeht, werden wir uns danach positionieren, weil die Vola wird dann immer noch hoch sein. Was allerdings auch passieren wird, dass danach, wenn die Vola zurückgeht, die IVRs wieder in den Keller gehen werden. So ähnlich wie jetzt beim britischen Pfund, machen wir auch dann nochmal ein Video darauf oder dazu. Da ist es dann gleich wieder besser, auf die Implied Volatility nicht Ranks, sondern eher auf die Percentiles einzugehen. Ne? Aber das schauen wir uns dann entsprechend an. Okay, das war's für heute. Dann sage ich Vive la France. Schauen wir mal, was daraus wird. Und die Franzosen werden es wohl richtig entscheiden, je nachdem, was ihnen persönlich wichtig ist. Ich halte mich da raus. Ich habe da auch keine Meinung dazu. Ganz im Gegensatz zu Amerika würde ich auch nicht wetten wollen. Ihr könnt mir trotzdem mal darunter schreiben unter die Kommentare, was ihr glaubt. Was glaubt ihr denn? Wer gewinnt die Wahl und warum? Ne? Also schauen wir mal, ob ihr als Community da richtig liegt. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.